Achter Spieltag, der SV 98 empfängt die SG Dynamo Dresden. Heimspiel Nummer 3 am Sonntag in Folge für die Lilien. Deckball, ausgeführt. Flach, Ball in die Mitte, 1-0 Tor. Dresden. Das war klasse gespielt, völlig frei in Dresden. Und es steht 1-0 für Konrad. Dresden. Konrad in der 23. Minute. Ball hat sich Kempe zurechtgelegt. Kempe läuft an, schiebt den Ball in die Mauer. Tor! Tor! Nee, Ball geht durch die Mauer durch. Stark, und die ganze Mannschaft läuft zu Thorsten Frings und feiert mit ihm das 1-1 in der 30. Minute des Tobias Kempe. Dresden, rechte Seite. Wieder freie Schussbahn. Tor. Und wieder Konrad. Und wieder nach dem Eckball. Und es ist wieder Konrad, der den Ball das da bekommt. Das gibt es doch nicht. 2-1 Dresdner, 34. Minute. Dresden schießt aus der zweiten Reihe und ein absolutes Traumtor. 3-1. Nimmt das Ding Volley und knüppelt ihn einfach in den Winkel. Aber ich glaube, wir könnten noch stundenlang spielen, wir könnten noch 100 Ecken haben. Irgendwie sieht es so aus, als hätte noch was passiert. Ich glaube, du hast leider recht. Kempe bringt den Ball hoch in die Mitte. Wieder schlecht. Beuth. Tor! Terence Beuth! Der Ball ist drin! Der Ball ist drin! Noch links! Da geht noch was! Da geht noch was! Terence Beuth mit dem 3-2. Schiebt den Ball in die Mitte. Ball kommt runter. Schuss für Kempe, der schießt! Tor! Tor! Ende. 3-3 war ganz stark. Wahnsinn. Aus dem 1-3 und 3-3 gemacht. Überragend. Es fühlt sich ja an wie ein Sieg jetzt fast schon.